Dann wollen wir mal sehen, ob das jetzt besser funktioniert. By the way, willkommen zurück an die Neuen. Hat er den alten Stream einfach übernommen? Scheint so, ja. Nice. Ich habe jetzt mal den Renderer geändert. Und zwar, ich davor hatte ich quasi drinnen den empfohlenen Renderer für Minecraft. Aber ich weiß nicht, wie weit das quasi mit dem Anti-Cheat Minecraft kompatibel ist. Und wie der sich da nicht quasi soffen. Jetzt habe ich einmal den Standard-Renderer ausprobiert, der eigentlich bei mir bisher ganz gut funktioniert hat. Na ja, mal schauen. Diese Mineshafts sind so riesig. Müsste mir wirklich sagen, ob das Stream jetzt besser geht. Weil wenn ich mir gerade die Meldungen angucke von Streamlex, meinte er vorhin teilweise 70% Frames geskippt. Und das ist ja nicht das Ziel davon. Für die Neuen im Chat, lasst gerne ein Follow da, denn jeder Follow überzeugt mich, mir wirklich vielleicht doch am Ende mal eine Facecam zu kaufen, damit ihr meine hässliche Halbfresse hier direkt im Stream sehen könnt. So. Ich wurde gerade gestört von meinen Eltern, aber naja. So. Und ich glaube, die ersten Discord-DMs trudeln schon ein. Ich habe zumindest ein paar neue Pings. Natürlich, falls hier gerade übrigens eine meiner Discord Mods zuschauen sollte oder Discord Supporter. Ihr habt natürlich auf jeden Fall schon mal eine gute Referenz. Ach komm, ne, gib mir doch auf den Sack, Alter. Ich hab keinen Bock, gegen euch zu kämpfen. Zack. Zack, gehen wir hier ein bisschen hoch. Eigentlich müssen wir zurück zum Winter für Dias. Aber ich gucke jetzt mir einfach mal diese riesige Höhle hier an. Lapis habe ich erstmal genug. Hat nicht geklappt. Doch, hat geklappt.
Zack. Und erstmal wieder regenerieren. Und die Höhle weiter. Ah, hier mit Dias. Nehme ich mit. Jeder, der möchte, ich weiß nicht, ob das genau aus dem Spieltrickgabe vorkommt, jeder, der von euch will, der möchte, kann einfach mitspielen. Einfach quasi mc.dannycraft.de eingeben. Und dann Minecraft 1.18 mit zusammen auf dem gleichen Server spielen. Der Server ist übrigens auch 24/7 online. Heißt, ihr könnt ganz simpel. Oh, hier haben wir hier eine Geo. Ja, wir haben sie. Nice. Warte. ASMR. Einfach so satisfying, meiner Meinung nach, dieser Klang. Warte mal, wie war es? Die großen droppen was? Droppen Shards, genau. Oh, vielleicht mal weg. Droppst du auch Shards? Nein, du gehst aber nur kaputt, schade. Aber wenn ich mal so ein paar wachsen lassen. Schön alles abbauen. Wie groß ist dein Backpack? Ich habe aktuell Backpack 169. Ich könnte mir sogar theoretisch der P-Shop, glaube ich, sogar das größere schon kaufen. Ja. Ich könnte mir das größere kaufen. Jetzt habe ich ein größeres Backpack. Und dafür reicht es noch nicht. Wie viel habe ich? Slash Balance. Ja, okay, einmal Daily Reward claim. Ich meine, ich habe ja heute noch eine ausstehend. Jetzt habe ich mit 2x9 Backpack. Es wird, kann ich jetzt schon mal offiziell sagen, irgendwann in den nächsten Tagen quasi einen Shop geben, damit ihr eure Items, die ihr habt, quasi auch verkaufen könnt und dann auch dadurch Geld bekommen könnt und natürlich Giveaways auf dem Discord-Server. Ja, das habe ich noch hinzugefügt, dass die ersten 4 Chunks kostenlos sind. Einfach aus dem Grund, weil man vielleicht für ein Backpack investieren möchte oder ich meine, jeder baut sich natürlich ein Ding, ein kleines Haus hin. Und das möchte man natürlich auch in irgendeiner Weise auch dann schützen. Backpack. Zack. Oh ja, das reinste ASMR. Ich liebe diese Geoden. Erstmal genügend Blöcke mitnehmen. Dann gehe ich mal weiter auf die Jagd nach Dias.
Hast du schon Tropfsteinhöhle? Ne, Tropfsteinhöhle habe ich bisher noch nicht gefunden. Und Tropfsteine auch nicht. Wo bin ich reingekommen? Davon bin ich reingekommen, kann das sein? Ja. Da hat mir ein Einbauer mich selber gerade ein bisschen mal verwirrt. Und Dias. Nix da. Los, woher habe ich Globeries? Wie viele Dias habe ich? Ich habe zurzeit 2 Dias im Ding. Und wie viel im Ender habe ich 15 noch. Also insgesamt 17. Lass mich nämlich nicht von Monstern. So, noch mal ein paar mehr Dias. Ich habe es nämlich noch in der Base noch 2 Stück, die habe ich von Gina geschenkt bekommen. Na, schade. Nur Einser. Nein. Na schade, da hinten geht's nicht mehr weiter. Wie geht's? Ja, mir geht's eigentlich nicht sogar. Ich bin irgendwie ein bisschen happy, wieder zurück quasi auf Twitch zu sein. Nach einem Jahr nicht mehr streamen. Einfach abhält, ihr Kackmonster. Ja, ich vermisse, muss ehrlich gesagt sagen, ich vermisse auch irgendwie so die alten Zuschauerzahlen wieder ein bisschen irgendwo. Ich meine, wir hatten ja teilweise wirklich so roundabout 10 aktive Zuschauer. Noch gedodged Skelett. Mal schauen. Aber ja, also natürlich vermisse ich. Na, die Geode. Wollen die Geode? Ich hole mir diesen einen Crystal. Und. Na, man, okay. Komm nochmal her, Enderman. Kochen nebenbei. Lol. Okay, interessant. Und was wird sich da Schönes gekocht? Aber so schön ASMR, muss ich sagen. So, ich meine, nachdem die ASMR vorbei ist, können wir auch wieder das hier machen. Und da vorne ist ein Glossquid, den gönne ich mir. Und der Rest, so was macht ihr gerade so? Oh, Hexe.
Trick ist bei einer Hexe, ihr müsst eigentlich nur dauerhaft drauf kloppen. Ah! Es sei denn, ihr werdet natürlich voll. Schweineschüssel mit Champignonsoße und Gitterpommes. Oh, geil. Ich komme kurz bei dir vorbei. Hallo? Habe ich wieder einen Stuff? Ich weiß es nicht. Ja, bei uns gab es heute Mittag Hühnersuppe. Ich liebe diese Jump Cancel in der 1.18. Und Inf sortieren, let's go. Lass mal alles wegschmeißen, was ich gerade nicht benötige. Und die Schuhe sind noch da. Kleiner Krieg, Alter. Zack, so erstmal ganz kurz das Inf wieder sortieren. Na. Zack. Hey, warte, ich habe noch eine Spitzhacke nur noch. Uff. Zack, zack. Ich ist aber schon eine gute Ausbeute, muss ich sagen. Rohblöcke würde ich noch benötigen. Cobblestone, nice. Mein Bruder hilft gleich, der hängt nur kurz Wäsche auf, chillig. Ach, Baby Zombie. Lush Cave, let's go. Meine allererste Lush Cave einfach. Erstmal Axolotl gegönnt. Muss sein. Ein bisschen Moos mitnehmen. Zack. Ja, ich werde hier gerade vom Minecraft-Chat, der aus Discord kommt, ausgedacht. Ich nehme auch noch mit. Und Dias. Let's go. Und da ich sehe, dass hier die Zuschaueranzahl wieder steigt, wer mitspielen möchte, einfach mc.dannycraft.de und um auf die Whitelist zu kommen, einfach nur mit dem Discord-Server joinen. Und dem einen Bot eine Nachricht mit dem Pin schicken, den ihr quasi beim ersten Join hier erhalten habt. Dann werden quasi eure Minecraft-Account und euer Discord-Account gelinkt. Und dann könnt ihr über einen Button ganz einfach dem Projekt beitreten, dann seid ihr auf der Whitelist. Und hat nicht so geklappt, wie ich wollte. Ich verstehe gerade nicht, warum es so stark leckt irgendwie. Weißt du, wenn mein PC sagt mir, euer Auslastung passt alles. Streamlabs OBS sagt, ja, also Auslastung passt auch alles, aber
rendert nicht richtig oder so irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall heute nochmal einen Blick da reinwerfen, was eventuell das Problem sein könnte. Und ob wir vielleicht eventuell auf 30 FPS runtergehen. Damit quasi der Renderer ein bisschen weniger zu tun hat. So. Ich würde mal sagen, der Block hat mir, glaube ich, wahrscheinlich. Wie teuer ist dein PC? Puh, ich glaube mittlerweile. Ja, okay, das kommt nicht mehr drauf an. Ich kenne jetzt nicht die aktuellen Preise. Ich habe den mir komplett selbst konfiguriert. Aber. Blöcke würde ich gerne doch noch haben. Natürlich keine Fackeln dabei. Das heißt, ich muss aussortieren. Bei Melon Seeds, ich bin eigentlich Melonen-Fan, deswegen. Swings brauche ich, lege ich weg. Seeds lege ich weg und Rails lege ich weg. Dann baue ich hier nämlich eine XP-Farm oder sowas hin. Slash Chunk Claim. Damit gehört der Chunk hier mir. Ich habe nichts zum Bauen. Chillt doch mal, Zombies. Ja, ist gerade so gereicht. So, ich muss mir ganz kurz hier einen Weltpalast stellen, Spawner. Aber jetzt zurück zur Frage, wie teuer ist mein PC? Puh. Wahrscheinlich, also gekauft habe ich ihn für 1000 Euro. Ich meine, mittlerweile sind die Teile aber ja vor 3 Jahren oder so. Mittlerweile sind die Teile ja enorm teurer geworden. Deswegen. Also, keine Ahnung, wenn ich ihn wahrscheinlich verkaufen würde für 1,5 oder 1,6K, würde ich schon wahrscheinlich denken. Aber ich bin auch keiner, der sich da irgendwie groß auskennt, was. Na, fuck, irgendeinen Weg muss ich nehmen und dann nehme ich den mit dem Skelett. Ich muss mir mal ganz kurz ein paar Blöcke beschaffen. Weil eigentlich würde ich nämlich ungern das Kalzit hier verbauen. Das ist Rottenfleisch, braucht kein Mensch. Zombies wollte ich noch nachkommen, Alter. Ich bin einfach wieder was. Zack. Hab ich eine Zombie-Fabrik hier erschaffen? Ein bisschen essen. Aber ja, also ich denke mal wirklich so, dass der Wert mittlerweile wahrscheinlich sogar teurer ist. Ich werde wahrscheinlich demnächst mir wirklich ein neues Case und so ein Stuff holen, weil ich vorhab, meinen PC in mein Zimmer zu bringen. Ach komm, man muss da ein Scheißbock sein. Also, vermutlich wird sich da aber noch was ändern irgendwie. Wenn er dann noch in meinem Zimmer steht, dann wird es auch auf meinem YouTube-Kanal
Heißt ja genau wie hier auf Twitch. Wahrscheinlich auch eine Roomtour geben. Na, ich nehme wieder den gelben mit. Der gelbe ist schöner. Außer ich finde natürlich. Ne, es ist ein weißer Axolotl. Aber ich sage mal, ist dafür, dass sie nicht sterben. Safe. Ich habe mittlerweile, jetzt habe ich mittlerweile 22, ich glaube, ich gehe langsam mal raus aus der Mine. Zack. Und komm. Zack. Zack. Hier von der Wasser, dass ich natürlich verfehle. Blöcke, 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 Blöcke. Hilfe. Das war aber mal absolut close. Ich frage mich, wo die ganzen Blöcke hin sind. Raw Iron kann eigentlich weg. Kann weg. Kann weg. Zack, die Flat nehme ich mir schnell ins Inventar. Zack. Zack. Na, also ich verstehe nicht, warum das. Keine Ahnung. Yes, let's go. Erstmal kurz ganz Glückshot gemacht, Alter. Den Creeper benutzt, um das Skelett zu killen. Und wenn ich jetzt sage, dass das ganze Ding. Ich kann nichts hören. Sollte eigentlich nicht der Fall sein. Muss mal ganz kurz hier signieren, dass ich hier war. Also es sollte eigentlich soll das nicht der Fall sein. Nein. Du hättest früher explodieren sollen. Ich glaube, nur müssen wir so einen wirklich guten Chat-Moderator abgeben. Ich sehe erst jetzt, was Twitch da ein neues Dings geedit hat. Oha.
Und hat es geklappt? Ja, hat geklappt. Nummer, schreibt mal was in den Chat rein. Okay, es ist komisch. Aber dann bist du auch mal leider der Einzige, der dieses Problem in irgendeiner Weise hat. Komm, lass mich hier hoch. Ein Error, ich bin tot, Alter. Zack. Also es scheint in irgendwelche Probleme mit dem Stream zu geben. Jo, auch so 5 Skelette. Sorry. Komm her. Kann es sein, dass Summe nicht mehr im Chat ist? Ich wüsste auch nicht, was ich groß machen soll. Warte mal, ich bin. Wir können ja mal testweise. Das Wurfwerk kann sowieso aus, weil ich kein Ding drin habe gerade. Und wir gehen auf 4 Chunks runter. Mal gucken, ob das jetzt was bringt. Weil ich finde es nervig, dass der Stream so ruckelt, weil das natürlich auch so Sachen. Leute, die sagen so, ey, cool, würde ich gerne schauen, aber. Ich meine, Qualität ist halt. Wir sind 2021 in. Ja, okay. Ja, ist ja legit alles zerstört worden. Na, da habe ich keine Lust hinzugehen. Ja, aber diese riesige Höhle, ist es so insane. Warte, ich clear mal ganz kurz den Error Log von Streamlabs OBS. So. So, ich schaue jetzt mal, ob das jetzt besser läuft, weil wenn es besser läuft, dann werden keine Fehler mehr, sollten mehr rausgeschmissen werden. Von wegen Renderer überlastet. Naja, schau mal.
Und wenn ja, inwieweit wir Frame-Einbrüche haben. Sag, jetzt kommt er zum Beispiel nicht ran. Aber ich würde gleich sagen, so langsam gehen wir dann mal wirklich an die Höhle wieder. An die Höhle. Wir sind schon in der Höhle. An die Oberfläche. Ja, ich bin tot. Oh, noch nicht. Oh! Ey, ich habe mich wirklich schon tot gesehen. Also ich sag's ganz ehrlich. Ich habe schon einen weiteren Tod gesehen. Warte, ich habe noch eine Spitzhacke maximal zur Verfügung. Nacht, ja. Aber ich weiß nicht, läuft es mittlerweile flüssiger? Ich bin gerade 100 Meter entfernt von dem Axolotl-Ding da. Puh. Wisst ihr was? Ich glaube, wir gehen wirklich in die Oberfläche hoch. Nein, kann er nicht. Schon wieder ein Error. Was ist der Error? Wie viel Frame Drops? 40, also fast die Hälfte aller Frames geskippt. Heißt zum Beispiel, wenn wir auf 30 runtergehen. Warte mal, ich das mal ausprobiere. Wo kannst du das einstellen? Da. Okay. Dann werde ich mich da nochmal drum nach dem Stream drum kümmern. Dann baue ich mir jetzt mal ganz kurz an die Oberfläche. Mit der Ausbeute von 26 Dias. Ja. Letzte Spitzhacke, die muss bis nach oben reichen. Zack, Gold nehmen wir gerne mal mit. Da müsste man wirklich sagen, läuft das Spiel mittlerweile besser. Wait, warte mal. An welcher Stelle vom Streamblick bist du denn noch? Ich habe nur mal schon vor Minuten Mod gegeben.
Zack. Und wir haben eine weitere Höhle gefunden, die mir eigentlich relativ egal ist. Unterwasserhöhlen. Zack, dann fange ich jetzt mal hier an. Fixen. Ich muss mal ganz kurz hier auf dem Boden. Ansonsten baut man ja langsamer ab. Ganz schnell wieder zurück hier rein. Nach Zack. Nein, das war so nicht geplant. So, dann mache ich mit dem trockenen nach oben Gang. Damit ich quasi einfach ganz normal nach oben kann. Zack. Dann machen wir jetzt hier einen ordentlichen nach oben Gang. Ich habe nichts mehr im Blocken, natürlich. Hallo? Schwimmanimation? Hätte ich den Bock morgen auch noch, morgen auch noch mal zum Stream oder? Zack. Na, es könnte knapp werden, wenn ich dann nach oben komme. Ich meine, die Überfläche sind, glaube ich, bei 60. Ich bin mal gespannt. Dann will ich mich quasi auf dem Eingang der Höhle einen Marker setzen. Und übrigens, es wird heute einen längeren Stream geben als sonst gewöhnlich. Oh. Lol, seit wann? Wait, warte mal, das könnte man ja eigentlich mal einbauen. Zack. Wie gesagt, kein Muss, aber natürlich jeder Follow, jeder Bit, jedes Abo hilft mir wirklich enorm. Denn ich habe aktuell Ausgaben von, ja, roundabout um die 30 Euro jeden Monat für Server, für Webseiten, für Domains.
Und dass ich mich kostet unterstützen will, einfach ein Follow da lassen. Das hilft mir, größer zu werden und vielleicht auch so neue Leute zu erreichen, die mir mich dabei unterstützen. Ich gehe übrigens auch komplett transparent mit den Dingen um, die ich verdiene. Also. Ihr könnt natürlich auch gerne einfach die Webseite aufrufen, auf die App-Page gehen ohne App-Blocker. Das ist auch etwas, was mir wirklich hilft. Ich muss jetzt sagen, ich muss jeden Monat wieder aufs Neue mal schauen, dass ich halt diese Kosten in irgendeiner Weise wieder reinbekomme durch. Oha, der Stream bewegt sich, ja, der bewegt sich schon seit längerer Zeit. Kuss, Phil. Vielen, vielen Dank. Warte, wir sind ja auch wieder auf Twitch, oder? Wir sind ja. Vom Streamerboss lernen. Ein Follow. Kuss, Diggi. Ganz vergessen, wir sind ja auf Twitch, wir müssen uns ja anpassen. Ich bin gespannt, ob ich hier rauskomme. Ob mir meine Spitze. Ja, ich werde rauskommen. Geil. Axt habe ich natürlich nicht dabei. Wasser, interesting. Oha, okay. Sorry. Das ist direkt vor meiner Base ein Ding war. HP. Okay. Cave. Minus Eingang. Aber ich nenne es mal mein. Mein minus Eingang. Grün. Safe. Hoch. Hier ist noch mein Helm. Komm, Eisenspitzhacke schmeiß ich weg. Du bist noch intakt. Aber irgendwo haben wir noch eine Axt, die nicht mehr ganz intakt ist. Die schmeiß ich auch weg. Brauche ich nicht. Schauen wir mal hier vorbei. Ob hier alles funktioniert noch. Der Zombie ist noch hier drinne. Und er ist noch genau an der falschen Stelle. Guten Tag, liebe Dorfbewohner. Okay, mal krass, weil ich getravelt bin. Ich war vorne hier vorne. Und hab mich all die ganze Strecke hier rüber gegraben. Bis dahin. Bis hierhin. Ich habe gleich so oben noch genug, aber hier läuft zumindest schon mal alles. Finde ich sehr gut. Hier ist der falsche Raum, da soll ich vielleicht zumachen. Nicht mit Gravel. Mit Andesite nehme ich aber mal ganz kurz.
So, wir haben jetzt Eisen. Da. Aber die Axt equippe ich und dann hole ich mir jetzt hier auch mal ein paar Sticks und machen wir mal ein bisschen 1-2. Und zack. Zack, jetzt rechts auf jeden Fall. So, wir klicken aber mal alles an. Dann werden die Singer hier schon halbautomatisch sortiert. Okay, dann mach ich aber mal. Stück, das war jetzt zu viel. Jip. Ach man, habe ich noch Ding? Ja, habe ich noch. Ich müsste dann einmal ganz kurz ins Dachgeschoss. Also es gibt ja kein Dachgeschoss, aber ja. Zack. Zack. Jetzt machen wir die. Nein, nicht so rum. Sondern ich muss hier unten ran schauen. So, jetzt schließen wir hier das Ding. Zack. Denn die umgedrehte Stufe erlaubt uns, hier oben eine Truhe hinzustellen. Die wir auch öffnen können. Ich zeig erstmal alles ins Stuff reinhammern und dann gleich mal raussuchen, was ich noch brauche. Pumpkin Seeds, was immer. Ich schmeiße hier in den Komposter rein. So, der Tuff liegt da draußen noch. Ne, nicht Tuff, Kalzit liegt da. Kalzit, ja. Kann hier irgendwas zusortiert werden? Ne. Dann müssen wir mal eine Chest machen. Zack. Ich habe noch 4 Chests im Inventar. Hier kommt noch mal eine Doppelkiste hin. So, jetzt baue ich mir hier noch ein kleines. Eigentlich die Stelle hier wäre doch perfekt für ein Aquarium, oder? Warte mal. Glas, da bist du Glas. Ah,
ich rechts genau wie das Ding nicht. Habe ich noch Sand? Natürlich nicht. Na, dann müssen wir mal ganz kurz nach hier hinten hin. Dankeschön für den 1 Sand. Warum sind da 5 Creeper? Kohle. Hey Freund, Kuss. Vielen, vielen Dank für deinen Bit. Das ist ein ganz kleines Gehege. Aber ich könnte ja mal theoretisch den Streamer-Boss zurücksetzen. Und mein Roadie-Miner klingelt. Oh, geht trotzdem. Hm, los. So. Dann hole ich mir mal ganz kurz wieder neues Wasser. Und neues Essen. Yo. Ein Stack Seeds. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt eigentlich mitbekommen. Minecraft will ja das Stack-Limit von. Also, sie denken, also nicht beschlossen, aber sie überlegen sich ja, ob sie das Stack-Limit von 64 erhöhen sollen auf 128. Also, das ist Doppelte. Fände ich so, glaube ich, sogar sinnvoll. Also, ich meine, dann passt eine Truhe einfach deutlich mehr rein. Oder wie, also mein ganzes Gefühl, wie sie ist. Vielleicht nochmal ein paar Reihen mehr Weizen. Und nur noch ein paar Reihen mehr Ding. Wie findet ihr das, dass man sich quasi jetzt wirklich überlegt, das Deckel zu ändern? Findet ihr das positiv und sagt ihr euch, ist es egal. Und ich wollte ich auch noch da rein kloppen. Zack. Ja, der Base hat sich, glaube ich, wieder ein bisschen was getan. Es gibt ja wirklich Leute, die sagen, ja, gut, dass ihr es macht. Gibt manche, die sagen, ja, nee, würde Minecraft und irgendwas irgendwie zerstören. Warte mal,
ist denn jetzt meine Dias gelandet? Da oben. Zack. Den hier jetzt sicher nervt zwar, aber warte mal, haben wir besseren Nee, es bringt wirklich gefühlt nichts. Warte, wie viel FPS habe ich gerade? 90 FPS, warte mal, wir können ja mal was machen. Options. Video Settings. Wir limitieren auf 60 FPS. Und dann starte ich mal mein kleiner neu mit weniger RAM. So, 4 GB RAM. Einfach mal. Zack, neu starten. Zack. Und joinen. Ja, jetzt habe ich zwar weniger FPS, aber wenn ich das Resource Pack mal rausmache. Also ich nächste Mal muss ich halt ohne Resource Pack spielen. Ich mal das Texture Pack unloade. Dann einerseits mal RAM. Dann schau ich auch mal. Ich spiele kurz einfach mal Texture Pack los. Da, dich hier nicht triggern. Komm her. Ja, komm doch. Zack. Komm, ich komm ins Wasser rein. Und ein Schüppchen werden. Ja, kann das sein? Nice. Ich weiß nicht, ob Nomis noch da ist. Wenn ja, dann schreib mir bitte ganz kurz was. Dann würde ich dir quasi mal deine erste Mod-Aufgabe geben. Und zwar eine Umfrage stellen. Ich hoffe, das geht überhaupt mit Rückenflächen. Slash Paul müsste es, glaube ich, sein. Ja, slash Paul. Also Nomis, falls du noch da bist, schreib mir mal bitte ganz kurz was in den Chat rein. Ja, scheint nicht so zu sein. Deswegen, wenn jetzt auch nochmal 40% Drops dran steht. Ne, jetzt sind es noch 25. Okay. Task Manager. Okay, also eigentlich sollte es gehen.
sagt mir jetzt Schlüssel. Okay. Okay, schade, Noah scheint nicht mehr da zu sein, dann mache ich es auch mal selber. Guck ihn euch an. Der erste Axolotl, den ich jemals gefangen habe in Minecraft. Boom. Plinktsch. Komm mal her. Direkt auf den Kratz gekriegt. Überhaupt kein Problem, dass die Enderbeine mir mittlerweile meine gesamte Insel geht. Weißt du, dann passiert hier sowas. Das sind alles Energiegegangen. Ich nehme mal kurz random den Block mit. Ich verstehe nicht, was das Problem ist. So, ich überlege mir, was könnte man eigentlich machen jetzt gerade mal. Mir fällt mir jetzt gerade so richtig die Aufgabe, die ich machen kann. Normalerweise würde ich eigentlich das Projekt. Was könnte man machen? Hast du irgendwelche Ideen, Chat? Gefühlt, sobald ich mich bewege, sagt er mir, es gibt Probleme im Stream. Mal habe ich die Tür nicht mehr. Oh, ich habe eine Idee, was ich machen könnte. Das war das erste Mal, diesen Kasten hier abreißen. Ich glaube, ich habe eine Idee, was ich mache. Nochmal mal ein bisschen weiterbauen, die müssen verschönern. Zack, so finde ich, das ist gut. So, jetzt die Frage, wie kommt man da unten hin? Wo ich hier müsste reingehen?
Ich meine, das Ziel wäre auch mal sein, hier die Gänge wegzumachen. Schön, ich schlag mich halt. Wie viel Eisen haben wir? Ja, okay. Bisschen Eisen. Also ich muss eine sinnvolle Methode finden, dass man hier irgendwie reinkommt. Warte mal, die Position wäre 17, 14, 2. So. Wenn ich mich hier oben auf den Berg holen gehe, welche Koordinaten würde es auf dem Berg entsprechen? Das wäre hier und 2. Warte mal, ich gehe mal ganz nach oben. Man könnte hier einen Wassersturm runterlaufen lassen, theoretisch. Ich glaube, das mache ich. Ich will hier den offiziellen Farmtrakt hinbauen. Nee. So, ach, wie da drunter sind. 17, 14 minus. Würde ich sagen. Ich sollte mindestens hier hingehen. Ich könnte eigentlich auch wirklich noch hier hin. Hoch. Zack. Und wir werden gerade hier drinne. Hier bei die Wand heißt sie mindestens hier runter. Ja, damit stößen sich direkt hier drauf. Oder nicht? Nee. Hier mache ich weg. So cool ist das hier. Die Fackel nehme ich noch mit, wenn ich dürfte. Nee, darf ich nicht. Hier kommt man quasi raus. So, dann nehme ich das Wasser mit. Nehme ich hier Schilder mit. Und dann versiegel ich hier den Eingang. Die
Fackel muss umplatziert werden, damit das funktioniert. Also nicht ins Bett geschoben werden, sondern umplatziert werden. Zack. Und. So. Und platzieren. Zack, zack. Und weiter hoch, bis wir irgendwann ganz oben angekommen sind. Könnte mir jetzt schon ein kleines bisschen dauern. Wenn ich es immer ganz höher platziere. Ich kann es nicht so machen. Das hat schon mal was getroffen. Die Optik. Zack. Tauche mich aber mal ein bisschen um. Nachdem die Endermänner hier schon angefangen haben, das ganze Bergset. So. Ja, 17, 16, 2. So, jetzt gehe ich mal ganz oben. Und dorthin. So, 17, 16, 17. Heißt, wir müssen direkt und durch die Mitte unserer Farm buddeln. Wenn ich dich hier kleiner mache, dann produziert die an sich echt immer noch genügend. Dann mache ich das dann auch. Zack, zack, zack. Sind wir dafür, dass hier alles gut geht. Zack. Ja, Promo, das sehe ich auch. So. Weil theoretisch hier kann's, könnte es ja bleiben. So. 17, 16. 3. Ne, hier muss noch weg. Und wenn ich jetzt hier nach oben wurde, wo lande ich dann hier? Wahrscheinlich nicht mit dem Haus.
17, 16. Nein, ich lande nicht mehr im Haus. Das könnte man noch fixen. 17, 16, 3. Das wäre quasi hier. Okay. Hier müsste das Ding natürlich dann auch weg, aber da kann man sehr simpel Cobblestone machen. Das sieht dann von der Optik her genauso aus. Ich schreibe mich mit Wasser runter. So, jetzt kann ich nur hoffen, dass irgendwie direkt das Wasser ist und ich mich nicht verzuckt habe bei den Koordinaten, ansonsten bin ich gleich tot. Aber das war schon 17, 16, 3. Dann habe ich mich verguckt bei den Koordinaten. GG. Habe ich mich aber richtig geguckt bei den Koordinaten. Das Ding ist bei 17, 16, 2. Oh. Fuck. Moment, Stuff, wo ist der hin? Hat sie hier runtergespielt? Kann es sein? Nee, er ist ja von hoch. Nummes. Zurück. Nice. Wo hat sich mein Stuff sonst noch hin verteilt? Ich bin ja richtig aufgeplatzt. Wait, hat jemand einen Clip davon? Wo ist mein Stuff? Warte mal, ich bin ja hier runter. Bin ich hier aufgeklatscht und dann kann es natürlich auch da fliegen. Aber es muss eigentlich hier runter. Also wenn ich hier das reindroppe. Okay, das wird automatisiert. Hier. So. Es war ein Loster Tod, den hätte man fett vermeiden können. Da habe ich mal komplett bei den Kollegen. Ja, 17, 16, 2, schon 17, 16, 3. Uff. Noch mal runterspringen. Würde ich glaube ich eher oben was fixen. Ich meine, ich würde ja sowieso vor. Warte mal, was wäre eigentlich ein gutes Material dafür?
Mal schauen. Gibt es dazu ein Ding? Erscheint nicht so, ne. Schade. Dann müssen wir mal ganz kurz in. Kein Kommentar. Ja, das war der unnötigste Tod, den du im Game haben kannst. Ja, komm, macht euch alle schon eure Clips, schickt die dann bei mir auf den Clips-Channel ein, auf dem Discord. So, jetzt diesmal klappt es aber. So, jetzt komm her. Da, schau mal, hier bin ich. Jetzt komm her. Regnet's. Jetzt ist irgendwo gestorben. Dankeschön. Toller Regen. Machst du eine Todesbar? Ja, da kann sich jeder einmal dran bedienen. Wahrscheinlich steckt auch gleich ein Blitz in mich an und ich sterbe. Soll ich die Nase hochziehen? Ich überlege gerade, was ich machen kann. Was für ein schöner Block. Oder mache ich überhaupt nichts hin und mache quasi einfach nur. Ich glaube, ich lasse einfach nur einen Wasserstrom dann dahin. Ja, müsste was, ich glaube, ich so machen. Also, gehe ich einmal hoch und gehe auf die richtigen Koordinaten. So. Zack. Zack. Mal schön hier ins Haus rein. Also, eine Fackel zerstören. Natürlich. Wie sieht es erst damit aus? So. Ah. Ja, gut, mir fällt gerade was auf. Und zwar, ich muss mich leider für heute von auch von euch verabschieden. War ein cooler Stream, würde ich sagen, insgesamt. Auch wenn es nicht ganz so perfekt geklappt hat. Aber ich würde sagen, nutzt jetzt noch schön die Chance, ein Follow da zu lassen. Denn dann habt ihr die Chance, morgen benachrichtigt zu werden, wenn ich wieder live bin. Oder ihr wollt einfach natürlich alternativ auch die Rolle, wenn ihr mich nicht unterstützen wollt, auf meinem Discord die Rolle Social Media Ping. Da wird nochmal extra gepingt, wenn ich morgen live bin. Ja. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Bleibt am besten noch beim Raid mit, gibt extra Kanalpunkte, wer darauf geil ist. Und ja. Zack. Ich glaube, da kann man auch schön mal Musik anmachen. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Stream. Ciao. Leute. Vorübergehend, ja.
Achso, nee. So, danach. So, pass auf, ich muss dich. Slash give at s co mount block. Genau. Jetzt müsste ich hier einfach nur noch mehr raus, warte. Würde auf. Machen wir mal. Ups. Jetzt fliegen wir auch in eine straighte Richtung. Schauen, dass wir einfach wirklich sehr weit wegfliegen. Das Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf PietSmiet TV. Heute mit dem Jonas.